Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Das Handy, das Handy, das Handy. Es ist das Number One Problem für alle Schüler. Es ist einfach unfassbar. Ich habe mich auf Instagram gefragt, wozu möchtet ihr ein Video haben? Und ich könnte schwören, 80% der Leute so, Handy, Handy, Handy. Als ich gefragt habe, was ist die Sache, die euch am allermeisten davon abhält, in der Schule maximal zu performen, 90% Handy, 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 Handy. Deswegen, dieses Video ist so entscheidend. Und es gibt ja wirklich schon einige auch sehr, sehr gute Tipps im Sinne von, keine Ahnung, leg dein Handy einfach irgendwo weg oder pack die Apps drauf, die bestimmte Apps blockieren, und das ist auch alles mega geil. Solltet ihr auch definitiv machen. Auch zu dem Apps-Video, wenn ihr da noch andere geile Lern-Apps haben wollt, findet ihr auch oben in dieser Ecke im i. Könnt ihr euch auch direkt nach diesem Video anschauen. Aber wir wissen alle, das ist ganz cool, aber es beendet diesen Drang, zum Handy zu greifen, einfach nicht endgültig. Und das ist mein Ziel, meine Mission mit diesem Video, denn wir müssen hierfür wirklich eine gesamte Strategie im Prinzip entwickeln, um diesem absolut größten Feind, im Prinzip dem Endgegner der Oberstufe, mit ihm zurechtzukommen und ihn schlussendlich auch zu besiegen. Und deswegen lass uns direkt in die Strategie reinstarten. Der erste entscheidende Punkt ist es, die Basics zu verstehen. Warum greifst du denn überhaupt ein Handy? Warum greifst du an ein Handy? Ohne Spaß. Was ist an diesem Ding so super cool, dass du die ganze Zeit da hingehen willst, anstatt irgendwas für deine Zukunft zu machen? Und das ist im Prinzip ganz einfach. Das ist im Prinzip super einfach. In dem Moment, wo du zum Handy greifst, kriegst du einen Dopaminkick. Simple as that. Habt ihr ja bestimmt auch alle schon tausendmal gehört. Das bedeutet, während du da lernst und du vielleicht mit Anstrengungen zu kämpfen hast, vielleicht mit gewissermaßen mit Langeweile, vielleicht auch mit Frustration, weil du irgendwas nicht verstehst, hast du die ganze Zeit im Hinterkopf, und dein Unterbewusstsein sagt dir so, hey, warum gehen wir nicht aus diesem Zustand in diesen Zustand? Und du hast das Gefühl, in dem Moment, wo du hingreifst, dass du so ein richtig gutes Gefühl bekommen wirst. Das sind die Basics, und auf denen bauen wir jetzt auf. Der nächste Punkt bereitet dann eigentlich auch schon auf den entscheidenden Knackpunkt vor. Und zwar, zweitens, erkenne die Illusion. Was für eine Illusion? Ist mein Handy nicht wirklich da? Doch, es ist wirklich da. Was ich mit Illusion meine, ist, dass dein Kopf dir ja wirklich erzählt, dass wenn du von diesem angestrengten Zustand dahin übergehst, ans Handy zu greifen, dass du dann wirklich dauerhaft ein gutes Gefühl hast. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, wie läuft es denn wirklich? Du bist angestrengt, greifst zum Handy, in dem Moment, wo du dein Handy aufmachst, wo du dich abwendest, dein Handy aufmachst und das allererste Mal in Instagram reingehst. Das sind so diese 2, 3, 4, 5 Sekunden, wo du so richtig, wo die richtige Dopaminausschüttung kommt. Und das ist dieses Gefühl, wonach du dich gesehnt hast, als du hier weggegangen bist. Und das Gefühl bekommst du auch wirklich. Das Ding ist nur, das flacht so schnell ab, wie du gar nicht schauen kannst. Und im Prinzip erinnert mich das dann immer wie an diesen Typen, der von seinen Kumpels verarscht wurde, dass er dachte, er würde Bungee-Jumpen und dann in dieses 2 Quadratmeter Planschbecken reingesprungen ist. Ungefähr so. 3, 2, 1. Ja, und genauso wie du jetzt den Typen ausgelacht hast, sollten wir eigentlich immer über uns selbst lachen, wenn wir uns wirklich glauben und wirklich von unserem Kopf überzeugen lassen, dass in dem Moment, wo wir da hingreifen, wir das geilste Gefühl ever haben, wir aber schlussendlich später, keine Ahnung, 60, 2 Sekunden, 2 Minuten später, da sitzen eigentlich nur so durch Instagram scrollen. Es ist kein gutes Gefühl. Es ist einfach nur leicht verbesserte Langeweile, okay? Mehr ist es nicht. Und das ist das Entscheidende, dass man im dritten Schritt das überhaupt erstmal erkennt. Das ist nämlich genau dieses Gefühl, was dein Kopf dir in der angestrengten Situation erzählen willst, wo du dann zum Handy übergegangen bist, dass es nicht real ist. Es ist nicht real. Ja, du bekommst dieses Gefühl so kurz, aber danach ist es nicht mehr da. Und deswegen, wenn du diesen Impuls hast, ja, bitte unbedingt, leg dein Handy weg, pack dir diese Apps drauf, die Sachen blockieren und so weiter. Aber wenn du dann trotz alledem, wo wir alle schon waren, trotzdem kurz davor bist, an dein Handy zu greifen, mach bitte diese entscheidende Sache. Und zwar, bleib einfach nur davor sitzen. Jetzt denkt man sich so, okay, und dann? Es geht darum, dass du diesen Impuls wahrnimmst und selbst im Prinzip, anstatt wie dieser Typ, der da mit verbundenen Augen
10 cm über dem Boden steht und dann denkt, ich springe jetzt und dann bam, auf die Fresse fliegt, dass du, während du da stehst und eben diesen Impuls hast von, yes, ich mach das jetzt, damit ich dieses geile Gefühl dann bekomme, du anstatt das zu machen, im Prinzip mal deine Augen aufmachst, diese Binde abnimmst und raffst, shit, ich werde hier nicht Bungee Jumpen, ich werde jetzt hier nicht ewig voll das geile Gefühl bekommen, sondern ich denke das im ersten Moment und dann bam. Chill ich einfach trotzdem wieder da. Yo, like, haha, lol. Und deswegen, das Allerwichtigste ist in diesem Moment zu erkennen, dass dein Kopf dir, egal, es ist so krank, egal wie oft du es durchlebt hast, er dir immer wieder erzählen will, Junge, wenn du das Ding jetzt entsperrst und dann auf diese Instagram-App gehst, dann wird das übelst geil. Du gleichzeitig aber, weil du schon 100.000 Mal erlebst hast, weißt, dass es nicht so sein wird. Und diesen Unterschied, den gilt es wahrzunehmen. Weil dann kannst du nämlich im vierten Schritt auch wirklich die Kontrolle übernehmen. Was meine ich mit Kontrolle übernehmen genau? Ganz einfach. Wenn du schaffst, irgendwann dich vor dein Handy, wenn es irgendwo da liegt, einfach nur hinsetzen, einfach zu denken, okay, ich habe diesen ultrakranken Impuls, ich könnte jetzt hingreifen, ich weiß aber ganz genau, wenn ich das mache, lande ich in diesem fucking Planschbecken mit dieser Idiot aus YouTube. Und deswegen, guck doch einfach nur das Handy an und lach im Prinzip deinen eigenen Kopf aus, lol, der Typ hier oben will mir ernsthaft verkaufen, dass wenn ich das jetzt anfasse und aufmache, dass dann dieses geile Gefühl die ganze Zeit da wäre. Und es ist so lustig, weil du weißt ja, dass es nicht passieren wird, außer so kurz. Aber egal wie nah du ran bist oder egal wie bewusst du dir das machst, dass es nicht dauerhaft sein wird. Dein Kopf kann es dir trotzdem erzählen. Und da ist die ganze Gefahr. Deswegen klappen auch diese ganzen anderen Methoden nicht. Wenn du aber wirklich dich einfach hinsetzt, ich habe es dann wirklich gemacht. Ich hatte es nicht mal weggelegt. Ich hatte keine Apps, die irgendwas blockiert haben drauf. Sondern ich habe einfach mein Handy in die Hand genommen und da habe es einfach so rumgedreht, ja. Ich dachte mir so, was ist an diesem Ding so besonders, dass ich da so unbedingt hin will? So, klar, du willst auf Instagram, aber auch, dann mach mal ganz entspannt Instagram auf und schau es an so. Und klick nicht gleich auf die ersten Stories und so, oh, da, wie cool, sondern, lol, was ist an Instagram so spannend? Ja, hier sind Menschen, die ich interessant finde und ein paar komische Videos. Aber, das heißt, versuch in so einer höheren Bewusstseinslage zu bleiben, anstatt sofort in dieses Versteht ihr, was ich meine? Und wenn du das schaffst, kannst du dann nämlich im fünften Schritt noch eine krasse Erkenntnis machen. Und zwar, wait. Ich bin die ganze Zeit eigentlich in so meinem Schulrhythmus mit, oh, ich muss mich anstrengen und so weiter, und dann, ich will auf mein Handy. Und dann versuchst du die ganze Zeit dazwischen zu kämpfen. Und im Prinzip entwickelt sich das dann so, dass das hier das Anstrengende ist und das hier das Geile. Aber wir wissen ja, dass es einfach nur ein fucking Planschbecken ist, wo du reinspringst und dann einfach nur nass bist und es macht überhaupt keinen Spaß. Das bedeutet, wait a second, wenn das hier das Schlechte, Anstrengende ist, und das hier das Coole, was aber eigentlich gar nicht cool ist, dann was ist eigentlich das Coole? Weil dann wirst du nämlich mal realisieren, das ist jetzt echt ein bisschen deeper, aber Moment mal, es kann nicht sein, dass die ganze Zeit eigentlich nur als die eine Sache, die ich in meinem Alltag machen möchte, an dieses Handy zu gehen, was dann aber im Endeffekt gar keinen richtigen Spaß macht. Und dann ist die Frage, Moment, was macht mir denn dann Spaß? Und da wirst du dann realisieren, dass wenn du es wirklich ernsthaft ein paar Mal durchgehst, das eben nicht das ist, sondern es ist einfach dieses echte Erleben. Und das kann beispielsweise auch das Lernen sein. Du kannst einfach als Abiturlehrer Spaß in deiner Performance haben, Spaß daran, dich weiterzuentwickeln. Und dann wird es alles verdrehen. Dann ist nämlich nicht mehr, oh, ich muss anstrengend lernen und fuck, ich würde aber gerne ins Handy gehen, sondern es ist vielmehr ein, what the fuck will ich damit? Das ist eh nur ein scheiß 2 Quadratmeter Planschbecken. Lass mich doch lieber gleich die Sachen machen, die mich weiterbringen, wo ich Spaß daran habe, wie ich merke, wie ich mich weiterentwickle. Und das kann ein richtiger Gamechanger sein. Probiert es mit dem Aus und schreibt mir in 1-2 Wochen eure Erfahrungen mit dieser Strategie in die Kommentare. Würde mich unfassbar gut interessieren. Ansonsten denk an eine Sache, vor allem bei der Handysucht. Ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.